Servus, meine Freunde, da bin ich wieder, euer Grollspier 007 und Mr. Killermaschine, Vasili, Fury und, ne, wo ist Fixit? Da ist Fixit. Guck da. Und ja, jetzt geht's ab in den Norden. Und zwar nach Driftwood Islands. Oder so ähnlich. Darkwood Island. Whatever else. Auch immer ist. So. Dann porten wir uns mal dahin und dann tut Killermaschine, was Killermaschine tun muss und ihre Bande. Roman, hier ist Nomad. Alles klar, legen Sie los. Die Bodaks zwingen Zivilisten für sie zu arbeiten. Hochrangige Wissenschaftler, die beim Aufbau einer Outcast-Station von unschätzbarem Wert sein könnten. Sie arbeiten an einem neuen Raketentriebwerk und wir wollen nicht, dass es den Bodaks in die Hände fällt. Die Outcasts können nichts tun, bis die Wissenschaftler in Sicherheit sind. Sie müssen sie finden und rausholen. Sobald sie in Sicherheit sind, werden die Outcasts die Region einnehmen. Ich sehe mich mal um. Erreichen Sie den Aussichtspunkt. Das wird schwer. Ist ein Bodak-Offizier mit einem Kampfhubschrauber. Sieht aus, als hätten sie die absolute Lufthoheit. Dann sitzen die Outcasts am Boden fest, bis sie die Situation bereinigt haben. Führen sie ein paar Destabilisierungseinsätze aus, bevor sie die Wissenschaftler rausholen. Ich habe einen Funker gesichtet. Es könnten noch mehr in der Nähe sein. Wenn die dort Alarm geben, wird die Rettungsaktion sehr schwierig. Stören Sie das Kommunikationsnetz, damit die Funker keine Verstärkung rufen können. Ist ja ein Ding. Alles klar. Mit den Drohnen lege ich mich nicht an. Die Drohnen werden immer gewartet, bevor die nächste Schicht anfängt. Wenn sie in dieser Phase zuschlagen, können sie verhindern, dass die neuen Drohnen den Campus erreichen. Führen Sie ein paar Destabilisierungseinsätze aus, bevor Sie die Wissenschaftler rausholen. Ich sorge dafür, dass Sie beim Angriff nicht zu Kollateralschäden werden. Out. Also der Plan, mit dem Hubschrauber da reinzufliegen und ein bisschen Rambazamba zu machen, ist hiermit gescheitert. Ich muss hier erstmal den Strom abdrehen. Ja, guck mal hier, ey, da ist noch mehr. Ey. Das war's, alles auf. Die haben ja richtig aufgedreht. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Entschuldigung, Leute.
Blödsinn doch nicht, du. Will. Nicht, wenn ich noch dran nach Flugdachsen. Ich weiß. Sagen wir, landen einfach mal am Strand. Alles gesichert. Wir landen am Strand, schwimmen rüber. Und dem Bodax was vor die Nase. Dann war's das. So, wie wir das Ding schon ausgeräumt haben. Wir haben dann quasi ein Abo drauf. Das Dumme ist, wahrscheinlich schießt uns die Arti oder die hätte ja auch runterrutschen können. Zu weit weg. Nicht schlecht. Alle nervös. Außer Nomad.
mache ich auch. Ich gehe in Stellung. Bin noch nicht in Stellung. So, jetzt holen wir uns mal da vorne die Kiste. Hä? Achso, die ist draußen auf dem Balkon. Okay, alles klar. Alle Mann aufs Dach. Oh ja. Ich seh mir das mal an. Na gut. Dann los. Nein. Immer noch nichts. Okay, beruhigen Sie sich auch wieder.
ist noch einer. Meine Fresse, wie viele Drohnen haben die hier rumlaufen? Was? Was war das denn? Alter. Alter. Schießen kannst du. Nicht schlecht. Feuer!
Oh, Jungs. Dann legt euch mal besser nicht mit Killermaschinen an. Es ist Zeit für die Nachtsichtbrille. Nachtsicht aktiv. Okay. Ach, das muss ich hier gar nicht machen. Ach so. Gut. Verdammt, ich habe gedacht, ich müsste hier aufräumen. Okay. Na dann. Na dann nicht, ne? Gehen wir mal wieder. Könnt ihr euch alle mal wieder ein bisschen entspannen? Ihr seid ja alle so aufgedreht. Ist ja schrecklich. Da vorne liegt noch eine. Okay, richtig, genau. Jungs, ich komme wieder. Mann, hör doch mal auf zu piepen, ey. Ist alles in Ordnung. Rauchst doch nur ein bisschen.
Eliminieren des Luftkommandos. Kein Problem. Die Höhle kennen wir ja auch schon. Schalter auf Nachtsicht. Ich hab meine Augen. Ich sehe einen. Still. Bei mir ist alles sauber. Der Scharfschütze würde vermutlich sowieso alles gehen. Das ist doch irgendwie nichts zu berichten als Deckung zu machen. Ein Feind, da drüben. Gucken, was funktioniert. Das funktioniert. Wie cool. Okay. Na, da hinten in der Bude ist der, oder wie? Ja, der ist drinnen. Na, will keiner mehr herkommen? Da hat keine Lust mehr, wa? Nee.
Tja, dafür müsst ihr wohl runterkommen, wa? Und schon entspannt ihr euch wieder? Bei mir ist alles okay. Richtig gut. Ein Offizier weniger. Wenn weniger Helikopter hier rumschwirren, sollte die Rettung der Wissenschaftler ein Kinderspiel sein. Gut. Das war nun mal, das war der erste Strang. Ey. Auf zum zweiten Strang. Was sollen wir hier machen? Was ist denn gerade wieder los hier?
voll an der Kotzgrenze das Ding am Arbeiten. Nee, es ist doch zum... Das war es auch nicht. Das vielleicht. Ach, die roten Kissen kaputt machen. Thank you.
No. Setze die Kampfdrohne ein. Ziel in Sicht. Wir werden ihr blaues Wunder erleben. So, jetzt holen wir uns da vorhin noch den komischen Tarnungs-Dingster-Bumster. Feind lokalisiert, klar. Bin unterwegs. Ich hab meine auch auf. Ich mach dir alles nach, Moment. Bring sie um! Oh, geil, neue Technik. Sehr cool. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Wer sind Sie? Eine freundliche Ghost von nebenan bin ich. Bitte gern geschehen. Und wir sind auch sofort wieder weg. Wo geht's jetzt hier rein? Scheiße. Mist. Da. Los, Jungs, Abflug. Ich schalte auf Nachtsicht. So. Und dann haben wir noch den da. Ach, das ist das Ding wieder. Ah, shit.
aktiviere Nachtsichtgerät. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hoch? So schon mal gar nicht. Ich glaube, den Hubschrauber, den kann ich jetzt vergessen. Noch weniger kann nicht los sein. Roger, bringe mich in Stellung. Ich gehe in Stellung. Ja, bei mir ist alles gut. Schütze gesichtet. Du musst dir nicht Sorgen machen. Warte auf Schießbefehl. Alles.
Was wollen Sie? Oh. Guten Tag. Hey, es ist alles gut. Irgendeine Idee, wo dieser Ort sein könnte? An diesem Ort sollten Sie finden, wonach Sie suchen. Danke. Passen Sie auf sich auf. Wer will denn Probleme? Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bewege mich zum Ziel. Ich komme näher. Bin schussbereit. Gut gemacht. Aufpassen, die sind in Alarmbereitschaft. Wenn ihr jemanden seht, legt ihn um. Kontakt! Alle erledigt. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Was soll das? Ich muss das Kommunikationsnetz des Campus kappen, bevor es neu blutet. Und zwar schnell. Hat schon mal geklappt, wird wieder klappen. Das ist weiter oben, okay. Das Relais ist gekappt. Ich muss den letzten Computer hacken, und zwar schnell.
Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Da komme ich nicht ganz so schnell hin. Während des Kampfes nicht möglich, na bravo. Toll. Das ist jetzt doof. Hubschrauber falsch geparkt, wa? Los, macht doch schon. Mann. Wenn's eilig ist, ne? Komm, Hubi-Schubi. Na, 4 Minuten, das sollte auf jeden Fall passen. Wenn jetzt nichts Dickes kommt oder so, dann... Da müssen wir. Nicht hoch. Runter, runter, runter. Ah, nein. Wäre auch zu schön gewesen. So. Mal ein bisschen Action gemacht hier. Jetzt können die Bordaks auf dem Campus keine Verstärkung machen. Bis Sentinel mitkriegt, was hier los ist, sind die Wissenschaftler längst in Sicherheit.
So. Nachtsicht wird aktiviert. Amorous-Drohne in Sicht. Bereite Zugriff vor. Mal gucken, was da unten wieder los ist. Gucken, ob sie die jetzt aufgestockt haben. Ach, scheiße, ich Idiot! Scheiße. Das sieht entspannt aus. Okay. Na los, komm. Ubi Schrubi. Unten geparkt und dann geht's ab. Ich hab nichts dagegen. Mach ich auch. Gut, dann müssen wir die anderen nehmen. Ah, warte mal. Erstmal schalten wir jetzt hier erstmal den Jungs den Saft ab. Das Ding nicht abschalten? Das ist alles der Scheiß. Kann ich eine Granate reinwerfen? Geht das dann? Okay. Bewege mich dorthin. Bewege mich zum Ziel. Tango im Visier, Boss.
Na, komm schon. Und den fangen wir oben an. Bin noch nicht in Stellung. Ich gehe in Stellung. Bewege mich zum Ziel. Wir haben sie. Oh, warte mal. Ich sehe da gerade was. Tut mir leid, Leute. Aber das muss ich einfach plündern. Hat sich doch gleich noch einer versteckt? Schweinebiester. So, aber jetzt können wir. Danke. Vielen, vielen Dank. Seien Sie vorsichtig, hier treiben sich immer noch Bodaks rum. Ich bringe Sie in Sicherheit. Die Bodaks sind Killer. Die machen uns kalt, nachdem unsere Arbeit erledigt ist. Welche Arbeit? Das war hier sonst aber nicht. Ich gehe auf Nachtsicht. Das ist ein Triebwerk. Okay.
Sie müssen mir folgen. Oh Gott. Hauptsache weg von den Bodaks. Oh Gott. Was kommt? Ja, ihr müsst schon herkommen. Ich leih mir was aus. Tschüss, Schubi, Schubi. Die Bodaks haben uns gezwungen, eine russische Antischiffrakete nachzubauen. Sie kann alle existierenden Schiffstypen ausschalten. Und sie haben darauf bestanden, dass sie in jeder Hinsicht russisch aussieht. Die Outcasts brauchen ihr Fachwissen. Und die Arbeitsbedingungen sind besser. Klingt fantastisch. Oh, ich glaube, die holen wir uns gerade mal nochmal. Bowman, Ito, Nomad hier. Das war's. Die Wissenschaftler sind in Sicherheit. Sehr gut. Die Outcasts haben ihre Offensive gestartet. In ein paar Minuten gehört die Region uns. Gut, dass die Wissenschaftler sich uns angeschlossen haben. Sie hatten den Befehl, eine Antischiffrakete zu bauen, die in jeder Hinsicht russisch aussieht. Ich weiß nicht, wer oder was das Ziel ist. Interessant. Man sollte meinen, die Russen wollen ihre Anwesenheit auf der Insel verbergen und nicht rausposaunen. Wir müssen wachsam bleiben. Halten Sie nach allem Ausschau, was Licht in diese Angelegenheit bringen könnte. Ich habe verstanden. Nomad out. Nomad Bowman hier. Ihre Informationen erlauben einen Blick auf das große Ganze. Fenrich Fjodor Arkinov plant einen Angriff auf die US Navy, die vor Aurora stationiert ist. Er wird die Antischiffrakete einsetzen, um es der russischen Regierung unterzuschieben. Wenn Russland mit dem Angriff in Verbindung gebracht wird, bricht Krieg aus. Das könnte sein Ziel sein. Eine solche Eskalation können wir nicht riskieren. Arkinovs Schicksal liegt in Ihrer Hand. Töten oder festnehmen. Hauptsache, Sie stoppen die Rakete. Verstanden. Nomad out.
So, ist das jetzt hier die Mission in diesem Quadranten? Ah, da ist er. Oh, nee. Echt jetzt? Okay. No way heute. No way. Echt. Also darauf habe ich heute echt keinen Nerv. Tut mir leid, Leute. Wartet mal. Nein. Den machen wir nicht. Die drei machen wir in einem Rutsch machen wir die. In einem Rutsch. Jetzt suchen wir uns bei Gelegenheit einen von den beiden hier aus, von den mittleren und dann. So machen wir das. Die Bosse nehmen wir uns dann. Gibt's ja mal dem. Stücke. Ach, scheiß drauf. Da ist ja wieder der dicke, fette Behemoth drin und so. Nee, heute nicht. Aber wenn wir hier oben schon mal sind, dann könnten wir eigentlich schon mal bei Gelegenheit uns hier halbwegs positionieren. Und dann machen wir da das nächste Mal weiter. Gut. Das war's denn. Haut rein, bummelt nicht so. Bis zum nächsten Mal, wenn es da in der Ecke dann weitergeht. Und wir die mittleren Schwierigkeitsgrad angehen. Bis denn. Euer Grollspier 007 aka Killermaschine. Du's. Killermaschinen-Ding und so. Und ihre Bande und so. Alles klar. Ciao.